herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem 25. Spieltag, an dem der SSV Jahn am morgigen Samstag um 14 Uhr in Darmstadt antreten wird. Bei mir wie immer unser Cheftrainer und auch wie immer meine erste Frage an dich, Thomas: Was hat sich die Woche im Kader getan? Wer fährt nun nach Darmstadt? Ja, es sah sehr gut aus in der Woche bis gestern. Es sind ein paar angeschlagene Spieler. Also Olli Hein hat leichte Probleme, Omas Dressler ist mit dem Torwart zusammengeknallt. Da wird sich nachher herausstellen, ob er überhaupt mittrainieren kann, ob wir ihn morgen mitnehmen können. Das sind Bene Schmidt, Fabian Trettenbach hat einer mittrainiert, aber ist noch kein Thema. So. Ja, Bene Schmidt fällt noch aus oder ist wieder dabei? Nein, Bene Schmidt fällt aus. Okay, schauen wir auf den Gegner. Darmstadt liegt mit 40 Punkten auf dem dritten Platz und hat ein Torverhältnis von 38 zu 21 Toren. Thomas, wie ist deine Einschätzung zum Gegner? Ja, ist eine gute Mannschaft, die routiniert erfahrene Spieler in ihren Reihen hat, die sehr gut spielen, die haben den Torschützenkönig, glaube ich, der, das kann man jetzt schon sagen, er wird es. Das ist eine schwierige Aufgabe. Du bist kein Trainer, der die Mannschaft auf Einzelspieler ausrichtet, das wird im Fall von Strohengel auch nicht der Fall sein. Nein, ganz sicher nicht. Also wir spielen unser Spiel, wir bereiten uns auf unser Spiel vor und nicht auf den Gegner. Wir wissen, wie sie spielen. Wir wissen, wo die Möglichkeiten sind und das ist das, was wir morgen auch angehen werden. Wenn man sich den Spieltag anschaut, spielen eigentlich die Mannschaften von oben gegeneinander. Das könnte ein richtig guter Spieltag für uns werden. Schaust du auf das oder gibt es einfach nur Darmstadt und da das Beste machen? Ich habe mir nicht angeschaut, wer gegen wen spielt. Das mache ich vielleicht morgen vor dem Spiel, aber meistens nach dem Spiel. Da ist es interessant. Vorher interessiert mich eigentlich nur unser Spiel, unser Gegner. Das ist das Einzige. Wenn du das Spiel gewinnst, dann schaust du auch auf die Ergebnisse. Dann sind sie interessant. Alles klar, Thomas, vielen Dank. Das war's von meiner Seite. Dann Heinz, Feuer frei, bitte deine Frage. Thomas, bist du noch tiefenentspannt? Bist du mal unter der Woche gesagt? Vor dem Spiel? Ich bin immer sehr entspannt. Das Einzige, was ich so einen Tag vor dem Spiel habe, ist mir Gedanken zu machen, wie meine Spieler, was ich trainiere, was ich machen kann, welche Reize ich setzen kann. Natürlich habe ich mir den Gegner oder einige Spieler angeschaut und überlege, was ich dann eben im Training nochmal verbessern kann, um auf das Spiel noch einzugehen. Thomas, beschreib mir mal die Trainingswoche. Am Montag war es im Fitnessstudio? Am Montag waren wir im Fitnessstudio, Dienstag war Vormittag und Nachmittag Training, Mittwoch Vormittag und Nachmittag Training. Dienstag und Mittwoch war er in Burg Weinting auf dem Kunstrasenplatz. Wir haben gestern das erste Mal oben am Kaulbachweg trainiert und auf dem Platz gewesen, der in ordentlichem Zustand war. Und da werden wir heute auch trainieren. Abschlusstraining. Ihr fahrt morgen früh, oder? Wir fahren morgen früh. Circa später. Ja, 8:30 Uhr. Ja. Im Endeffekt ist der Thiel schon gesagt, das ist ein hochinteressantes Spiel, nicht bloß wegen der Tabellensituation, sondern das Spiel hat die zweitstärkste, die viertstärkste Offensive. Also dürfte allerhand Arbeit auf beide Abwehrreihen zu kommen. Es wird ein sehr, sehr gutes Spiel werden, bin mir ganz sicher morgen. Personell. Der angeschlagenen Hein und Dressler, ist da ein großes Fragezeichen? Bei Dressler ein ganz großes. Den habe ich gerade zufällig im Café ausgetroffen. Ja. Hat er was gesagt? Ja, er hat gesagt, er ist, ich glaube mit Torwart ist er zusammengerollt, oder? Mit dem Torwart, mit dem Händel, ja, Händel. Zusammengebräut. Ja. Ja, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig geht, aber er hat eigentlich einen flotten Eindruck gemacht, sage ich mal. Flotten Eindruck macht er immer. Aber wir werden gleich schauen. Wir werden gleich beim Training schauen, wie es möglich ist. Bei Olli Hein ist ein kleines Fragezeichen. Aber es ist eben, man weiß es nicht. Das sind die Dinge, die muss man darauf achten, genau hinschauen. Option für einen Dressler, falls er ausfällt, wäre er ein Tribuner? Wir haben in Chemnitz ja ohne Omas gespielt, also gibt es schon Möglichkeiten. Wir würden dann, Markus Matzoch ist auch eine Option, immer eine Möglichkeit. Aber erstmal gehe ich davon aus, dass heute im Training Omas mittrainiert
Dann sollte es nicht sein, müssen wir über andere Gedanken machen. Neunhofer, aus einer Handgelenkschaltung, direkt der Schiene. Direkt eine Schiene und kann sich ordentlich damit bewegen. Keine ja, Frage. Und ist auch konform für Rückspieler. Ja. Also ohne Bedingung. Ohne Bedingung. Für den wäre die Option dann der Winter, oder? Ja. Linke Verteidigerseite dürfte fest vergeben sein, nachdem der Dembach, nachdem es dann noch nicht geht. Ja, also macht das sehr gut. Also ja. Hat es gut gespielt. Der bleibt dabei, also er hat ein gutes Zweikampfverhalten, macht seine Seite sehr gut zu, macht nach vorne. Ein bisschen mehr könnte er machen, aber daran arbeiten wir. Damit bin ich zufrieden. Die Alternative wäre dann Haug, oder? In dem Fall jetzt. Ja, Patrick kann die Offensive und Defensive. Er kann beide spielen. Ja, gehen wir mal davon aus, Dressler spielt. Du hast im Mittelfeld im Offensiven eigentlich die Qual der Wahl auf der linken Seite. Ja. Amadjabo oder Ausmann? Ich glaube, wenn alle Spieler so fit sind, werden wir genauso auflaufen wie letzte Woche. Das bedeutet, dass der Ausmann von der Bank kommen kann? Ja, ganz sicher. Das scheint einer zu sein, der von 0 auf 100 ist, oder? Erst ist, wenn er auf der Bank sitzt, dann. Ist das einer, der bereitet sich darauf vor und sieht die Möglichkeiten, die sich da bieten. Das kann der erkennen. Ich bin auch nicht unzufrieden damit, dass er nämlich 100% fit ist. Das heißt, ich kann ihn auf der Bank halten. Okay, die Entwicklung ist ja recht positiv, ne? Wenn man alles sieht. Also nehmen wir mal 12 Spiele zurück. Wir sind am 24. Spieltag, der absolviert wurde. Vor 12 Spielen, also nach den ersten 12 Spielen, war Darmstadt 2. Ja. Und die ganze 16. Ja. So sind wir. Ja. Ja. Und wir brauchten auch diese Zeit. Also, wenn wir mal zurückdenken, dann haben wir eine Mannschaft im Sommer gehabt von jungen Spielern oder von Spielern, die aus einer, ja, ich sag mal, nicht unbedingt Drittliga viel Erfahrung hatten. Und die mussten sich entwickeln. Wenn man jetzt sieht, wie sich die Spieler, wie wir uns entwickelt haben, wie selbstbewusst wir die Spieler angehen, dann ist da eine Entwicklung zu sehen, die sich zum Glück auch in Punkte widergespiegelt hat. Ich habe es ja auch am Anfang mal gesagt, ich sage, wir kommen gut voran, wir werden besser, aber das hat sich nicht immer im Ergebnis wieder gezeigt. Das war noch immer noch das Problem gewesen. Wir haben sehr viele unglückliche Tore kassiert, waren dann nicht in der Lage, uns dann eben so zu steigern, um die Spiele zu kippen. Und das haben wir jetzt mit der Entwicklung, mit der Zeit, haben wir das hingekriegt. Und es wurde immer besser. Aber für mich war das immer, der Fortschritt war für mich immer zu erkennen. Ich bin auch froh, dass es sich so, natürlich sagst du als Trainer manchmal, und brauchst es auch, was passiert. Man hat es dann am Samstag gesehen, bislang hat es ja nicht oft einen Rückstand abholen können. Also zum Sieg nicht, zum Unentschieden haben wir es ein paar Mal hingekriegt, ja. Ja, dass wir in Rückstand gelegen sind, zweimal, aber haben es nicht geschafft. Zweimal in Heidenheim und Eckerburghausen. Ja. Und das mal zu sehen und zum Sieg umgebogen. Ja. Duisburg war anders. Also. Ja. Okay, Darmstadt spielt der 4-4-2. Kommt euch das gelegen oder spielt das keine Rolle im Matchplan? Das spielt keine Rolle. Du musst. Es wird sich im Spiel zeigen, ob es eine Rolle spielt. Wie du es annimmst, wie du die Lücken erkennst, wie du die Möglichkeiten siehst. Was der Gegner wird sich natürlich auch auf uns eingestellt haben. Und dann musst du natürlich dementsprechend reagieren. Und dann ist die körperliche oder geistige Frische gefragt. Herzlichen Dank. Bitte. Teil 1, gibt es weitere Fragen? Eine Frage zum Ayers. Der war in seiner Entwicklung immer sehr schwankend. Also meistens, wenn richtig starke Spiele waren, kam wieder ein bisschen ein schwächeres. Sehen Sie da im Allgemeinen eine Aufwärtsentwicklung oder ist er einfach immer noch extrem schwankend in seinen Leistungen? Lässt sich im jetzigen Moment nicht so erkennen oder nicht beurteilen, weil er war ja jetzt in der Vorbereitung verletzt gewesen. Es ist schon zu erkennen, dass er einen großen Sprung gemacht hat. Nicht nur auf dem Platz, sondern dahinter. Das heißt, bei Ayers ist es ganz wichtig, er ist ja jung, dass er auch lernt, damit umzugehen. Wenn er in der Hinserie waren eben gute Spieler dabei gewesen, wo er schon mal ein Tor erzielt hat oder ein Riesenspiel, dann kommt der eine oder andere, klopft ihm auf die Schulter und dann ist er schon Bundesligaspieler.
ist für einen jungen Mann manchmal sehr schwierig, das zu verarbeiten. Der eine kann es besser, der andere eben braucht ein bisschen länger. Und daran haben wir auch gearbeitet. Der andere Spieler, Romas Dressler, hat jetzt in seinen letzten drei Spielen jeweils getroffen. Ja. Sind Sie froh, oder ist das auch der Unterschied momentan zwischen Rückrunde und Hinrunde, dass jetzt vorne einer drin ist, der trifft regelmäßig? Romas hat im Hinspiel oder in der Hinserie nicht so viele Chancen gehabt. Das heißt, er war mehr Vorbereiter, er hat mehr als Spieler gestanden. Unser Spiel hat sich im Großen auch entwickelt und ist auch schneller geworden. Und er hat ja noch einige Chancen hier nicht genutzt. Aber im richtigen Moment ist er jetzt da und hält den Fuß dahin. Das heißt, er ist sehr wichtig geworden. Danke. Herr Matthäus, gibt es weitere Fragen? Das ist alles beantwortet, das ist schön. Dann bleibt mir, mich für das Interesse zu bedanken und natürlich auch fürs Zuschauen.